Immer wieder schön hier in Amsterdam, ne? Immer wieder schön. Heute wieder mit privaten Tourguiden. Na? Herr Goldstein, wie geht's dir? Komm, wunderbar. Fahren wir. Komm, wollen wir nicht erstmal einen Kaffee trinken? Ja, komm, pack ich jetzt. Komm, pack mal da. Das ist Maßarbeit. Das ist holländische Maßarbeit. Ich bin sogar auf Fahrradspot. Naja, das macht das aus. Wolja, wie geht's? Wie geht's dir? Alles Beste. Bei dir? Ja, lang nichts. Lange habe ich dich nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Jetzt einen Tag heute direkt in Amsterdam mit dir, oder? Gott sei Dank. Tourguide, hä? Nicht so viel im Internet. Nicht so viel im Internet. Ja. Was steht jetzt heute an? Was ist unsere erste Station? Wir gehen hier auf den Albert Kaup Market. Wir sind in Zuid in Amsterdam. Wir gehen hier auf so einen Markt, wo du frische Lebensmittel kaufen kannst, wo du so Foodstände hast, wo du was essen kannst, auch authentisch auf Fingerfood auf der Hand. Alles. Und danach hätte ich gesagt, schauen wir in zwei Restaurants vorbei, die sehr, sehr gut sind, die auch hier um die Ecke sind, wenn wir dann noch was reinbekommen. Hungertechnisch. Das klingt nach einem guten Einstieg. Dann machen wir mal, ne? Mensch, ja, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Was machst du da schon wieder? So, Kolja ist jetzt eben bezahlt. Und seitdem wir diese Werbung machen für Matchmasters, komme ich davon gar nicht mehr weg. Ich auch. Ich habe das einmal ausprobiert, so um mal reinzugucken. Und Sucht bin, pur. Ja, es gibt da unterschiedliche Modis. Ja, es gibt da den Team-Modi. Ich spiele am liebsten den 1:1-Modi mit dem Diamond-Booster. Da muss ich ganz schnell die blauen Sterne miteinander verbinden, den Booster voll machen. Oh. Das sieht jetzt gerade wirklich sehr gut aus für mich. Nee, doch nicht. Und das heißt jetzt, Leute, ihr solltet euch die App herunterladen. Spiele jetzt Matchmasters, sicher dir die ersten 50 Coins. Es gibt epische Gewinne zu gewinnen. Jetzt aktuell ein iPhone 14 Pro Max. Den QR-Code, den findet ihr unten. Es gibt noch einen weiteren Link unten in der Infobox. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel und natürlich auch viel Erfolg beim Gewinnen. Bis dann. Hast du gesehen, sogar dieser? Mhm. Er darf nicht mehr leben eigentlich. Nee. Er hat 5 Kugeln hat er bekommen. Aber der ehrlichste. Und alle müssen beten gehen, wenn er dabei ist. Dann nehmen wir alle mit. Er ist ein guter Mann. Risiko ist das Salz in der Suppe des Lebens, Freunde. Was hältst du von dem Verkehr hier in Amsterdam? Stress dich das? Um Gottes Willen, ey. Das ist die absolute Hölle, Alter. Das ist so kleine Straßen, hast du ja gesehen, Alter, wo ich... Gerade mit so einem breiten R6, ne? Ja gut, ich meine, das sind ja hausgemachte Probleme. Zur Not müsste ich dann mir ein kleineres Fahrzeug holen. Das ist auch nicht zielführend. Ich habe ja Ding. Ich habe ja Familie und so, das heißt, ich muss meistens mit größeren Autos fahren. Mm-mm. Aber ja, das Schlimmste an allem sind tatsächlich die Fahrradfahrer. Ich sag bei die Kral und Kral. Bei die Kral und Kral? Ja. Wann gehst du los oder komme ich da nach? Ich kann nur von Kral und Kral auf der Albert Kaup machen, da gehe ich nach links. Okay, ist gut. Ich sehe auch da liegt auch. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Wir sind in Amsterdam South, wir sind in dem Stadtteil The Pipe. Und hier ist jetzt Albert Kaup Market. Wir warten jetzt schnell auf unseren Jung, der hier, sag mal, das sagen hat. Ja, der hat den Power in dem Stadtteil schon lange und einfach nur für Sicherheit, für Kamera-Equipment oder... Dass keiner kommt und sagt, mach die Kamera weg. Genau, und ich habe jetzt nicht die Muße und die Zeit, ich bin ja hier mit euch was zu filmen. Alleine gehe ich hier natürlich gerne hin. Verständlich. Und dann habe ich immer jemand dabei, der, sag mal, einfach alles checkt ständig. Ja, ja. Wenn es wichtig ist. Im Scharo natürlich ganz wichtig. Habibi. Tristan, muss man überlegen. Extrem viele Cafés, wo man sich hinsetzen kann. Ja. Problematisch natürlich alleine mal das Wetter und so die Umständlichkeiten. Ja, aber noch ist heute haben wir noch Glück, ne? Es ist noch trocken. Es ist noch trocken. Das gehört einfach dazu. Das gehört zu Amsterdam dazu. Genau so ist das. Schlechtes Wetter. Aber dafür gute Menschen. Die sind auf jeden Fall viel, viel entspannter wie bei uns in Deutschland. Ja. Woran das wohl liegt. Das ist jetzt so ein
in Amsterdam ist so, dass jedes Viertel, also Viertel heißt hier Buurt. Und es gibt wahnsinnig viele Buurtmärkte. Wie Wochenmärkte, ne? Ja, das gibt es in fast jedem Stadtteil. Also ja. In Nord, in Dapper Market. Das ist eigentlich einer, der so, sagen wir, ja, ich würde schon sagen, so ein bisschen von den Touristen irgendwann gejuckt, heißt es hier, wurde. Also die ganzen. Ja, klar, das ist natürlich jetzt mittlerweile in jedem Touristenführer, glaube ich, so der Albert Kaup Market, dass einfach wahnsinnig viele Leute hier hinkommen. Das hat sich schon so entwickelt in den letzten Jahren. Das ist also der, ich habe ja auch das Gefühl, dass der Tourismus nach Amsterdam noch mehr zugenommen hat. Hundertprozentig. Jeder einfach hier rumweg. Ey, 2010, 2012 waren nicht so der Tourismus, so wie das jetzt momentan ist. Nein, überhaupt nicht. Und ja, ich kann gar nicht mehr in die Stadt gehen, alle. Alle Leute, ne? hey, und die sind ja immer hier. Kolja, bist du das? Weihnachten, ja, neue Empanadas. Was sind das? Ja, was sind das? So gefüllte spanische Sachen. Hallo. Where does it come from Spain? Brasil. Falsch Portugiesisch. Okay, das sind. Also, Teigtaschen, frittierte Teigtaschen. Ja. Willst du eine teilen? Schnell. Ja, aber ohne Fleisch. Wir haben one Vegetarian. Wie ist die? Ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Ja? Ja. Mit Soße oder ohne Soße hast du schon, ne? Bismillah. Ich habe ohne Soße probiert. Sie sagt, sie macht alles selber. Teig macht sie auch selber. Eben morgen. Ich finde es sehr, sehr gut. Das war ein guter Einstieg. Sehr guter Einstieg. This is a very, very famous television for food blogging. Nochmal. Oh, yeah. Also, Beast Kitchen. Beast Kitchen. Beast Kitchen, genau. On YouTube, Beast Kitchen. Genau der Zeitpunkt für euch, wo ihr uns auch auf jeden Fall abonnieren solltet, Leute. Oder? Eine Gürzelnehmer kann man sich immer teilen. Kann man sich immer teilen. Kein Spinat? Ich esse keinen Spinat. Ehrlich wenn du, nicht? Ja, wenn du jetzt zu mir sagst, ja, ich will mit Spinat, dann teile ich mir auch mit dir einen mit Spinat. Oder? Das ist, Okay, nee, sag mal, was hast du im Auge? Minced Meat, Potato and Cheese. Was hast du im Auge? Was ist bei dir? Ich hätte wirklich Spinat und Käse genommen. Okay, probieren wir das mal aus. Ganz klassisch, wirklich. Probieren wir mal klassisch, aus. Klassisch, traditional. Knallgrün, knallgrün der Spinat. Der Spinat Einmal, ist knallgrün. Soll ich dir an die Seite legen? Einmal. Bismillah. Bismillah. Und zweimal. Aber der Spinat ist knallgrün in Amsterdam, wa? Dafür, dass ich keinen Spinat esse, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr gut. Auf 5 Meter. Hast du einmal in Brasilien reingebissen, jetzt einmal in Türkei. Herrlich. Und es geht weiter. Mhm. Gleich kommt Mexiko. Die sind nicht so ölig, die wirst du lieben. Ich weiß ja, wo wir ja einmal in Duisburg waren, waren die den Tacken zu ölig. War das da oder war das vorher? Ich glaube schon. Ja, den hier wirst du lieben. Füll mal. Das waren wirklich sehr, sehr gute Gözlem. Der Tristan sagte sogar wirklich, eins der besten, die er bisher gegessen hat. Ja. Ich fand die auch top, weil die waren wirklich nicht so ölig. Haben wir das jetzt schon gesagt, dass die nicht so ölig waren? Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Ist das bekannt? Also die waren auf jeden Fall nicht ölig. Schau kurz eine Frage. Und zwar wollte ich von dir wissen, eigentlich, ob die Gößlemmer ölig waren. Nee, die Gößlemmer, die waren nicht ölig, die waren schön trocken. Waren die in Duisburg dann? Waren die dann? Die waren ölig. Die waren ölig, okay. Die waren ölig, aber die waren nicht ölig. Okay, mach mit dem schnell, mach dir Hummus. Ich komm so zurück. Ja. Ein Schokrakoll, ja? So, Bismillah, Hummus. Make classic. Not mango, not chocolate, not castelvito. Die letzte Knoblauchhaltestelle vor der Einsamkeit. Hallo. Heute schon geleckt? Danke schön. Oh, Marokko. Willi, Sahbi. Wie geht das bei dir? Alte Marktzeiten, weißt du noch? Immer, wo ich Wochenmarkt gearbeitet habe. Hallo, lecker, Angebot. Gerade im Hot im Angebot, heute Essen, morgen tot. Hör auf, bist bei mir, Bruder. Was bist du dran? Nein, Mann. Hör auf, Mann. Hör auf. Feuer hier. Hör auf, Holla ist doch nicht korrekt, Mann. Ist gut so, Schukra, Feuer. Ich sehe euch mal. This is a big man. Der macht wieder Filme hier. Bruder, das ist. Holla, ich hab mir gerade überlegt, ob ich dir hier so ein paar Holzschuhe holen soll. Ja, lösen wir die ein gegen die Birkenstocks. Gegen die Birkenstocks. Das ist der berühmteste holländische Sänger. Der kommt aus Amsterdam, ist ein echter Amsterdamer. Hat ein bisschen was von James Brown.
Ja, und weißt du, wer seine Musik immer benutzt hat, wer? Wenn er eingelaufen ist in den Kampfring? Ich weiß nicht, wie alt die Leute sind, die zuschauen, aber wenn man so, wo war ich 12, war 2003, 2004, wo Badr Hari immer gekämpft hat bei K1 in Japan. Erinnerst du dich noch daran? Ja, er ist immer mit seiner Musik eingelaufen. Die alten DSF-Dinger. Richtig, mit seiner Musik ist er Eurosport. Immer mit seiner Musik eingelaufen. Schön, dich kennenzulernen. Ja, sehr bekannter Sänger. Ja, Mann. Der, wie sagt man GIF am Ende vom Ding? Am Anfang vom Video. Wie heißt das Bild, was da mal ist? Thumbnail. Ja, Thumbnail. Das ist das Thumbnail, Bruder. Mit damit? Bruder, Ajax Amsterdam, Bruder. Wir sind stolz. Stolze Ajaxiden. Mein Sohn heißt sogar Ajax, sein dritter Name. Hallo. Ist das von Libanon aus? Das sieht nach Libanon aus. Now make a Zatar with Labneh, please. Zatar with Labneh, please. Ja. Und der Lebnani? Anna Suri. Suri, ahla usala. Habibi, Anna Lebnani. Hier sind wir im Nahen Osten angekommen. Ja? Libanesische Speisen, syrische Brüder. Ahla usala, assalamu alaikum. I'll follow you and I'll send you a message on it. Wow. Das ist Liebe. Wallah, das ist Liebe. Das ist wirklich Liebe. Der sonntags morgens so, konnte er mir wirklich 3-4 Stück vorbeibringen zum Frühstück. Schade. Müsste man da. Boah, ich fand ihn echt gut, Mann. Hast du schon reingemessen? Ja, fand ich echt gut. Müsste man da. Ist ja wild. Wild? Ja, Mann. Wild. Kommt richtig geil mit Labneh. Top, 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 Ahoi. Ja, dicke Rafi. Habibi, Allah Khalik. Albe, Habibi. Also, jetzt sind wir hier bei einem Mexikaner, wo ich doch schon ab und zu mal einkehre. Ganz entspannt. Und machen wir den Test doch. Schauen wir es uns mal an. Und schau mal, wie er das macht. Macht er schon gut damit. Was hast du bestellt? Mit Beef oder mit Chicken? Bei alles, außer Schweinefleisch. Schwein hat er eh nicht da. Nee. Also hier. Let's do it, brother. Hast du eine bestimmte Technik, dich nicht voll verbrocken? Wegziehen. Bocke wegziehen. Wie bei. Wie billige Schuhe, Tsunami. Billige Schuhe einfach, da kein Problem. Nee, heute nicht. Ey. Gib mal, weißt du auch mal rein? Dann können wir einmal Feedback geben. Hält eigentlich mal einfach. Richtig juicy. Ja, Mann. Kommen bei uns in Deutschland zu kurz, finde ich. Ihr habt doch nicht so viele Einwanderer aus den Ländern. Meistens, wenn die Leute sowas machen, dann sind es irgendwelche Studenten, die irgendwo im Austauschsemester waren und die das dann als Start-up machen, die irgendwie das verkacken, ne? Nicht authentisch. Und das sind alles Mexikaner, die da stehen, weißt du? Ein einziger hat noch wirklich, der authentisch war, das war in Berlin, weißt du noch? Vielleicht können wir das Video hier oben einblenden, da könnt ihr euch das gerne im Anschluss auch gerne anschauen. Du musst aufpassen, wenn du den Finger so nach oben machst. Heutzutage ja, auf jeden Fall, ganz aufpassen, ganz, ganz vorsichtig. Komm hier mit Oliven, mit Oliven im Bild, mit Oliven im Bild. Ganz heiße Ware. Natürlich gibt es die sensationellen Strohbappes. Ja. Das heißt, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, also der größere, da muss ich immer sowieso einen Stopp machen. Die Honigwaffel. Also es gibt hier wirklich einige Honigwaffelstände, ja. Ich nenne die jetzt mal Honigwaffeln. Wie heißt die? Strohbwaffel. Strohbwaffel. Strohb ist so flüssige Karamell. Aber das duftet hier so unnormal lecker. Wir lassen uns jetzt eins auf der Hand geben. Das ist unser letzter Spot. Und dann schauen wir, wo die Reise gleich weitergeht. Gerne. Charo ist auch da. Kennst du Charo? Sprich Charo noch mal kurz an. Er ist auch da, der Foodblogger. Hi Charo. Ich feier dich, ich feier ihn. Viel Spaß euch. Okay, ciao. Hey. Ich feier dich auch, Junge. Das wären die richtigen Pullover für unser Gänseessen gewesen, oder? Auch, aber wo ich mir so Pullover auch gut vorstellen könnte, wäre jetzt, wenn wir zum Beispiel nach Peru gehen würden, oder? Da tragen die Leute doch sowas. Müssen wir schauen, wo die nächste Auslandsreise hingeht. Ich bin jetzt erstmal in Dubai und ich denke, dass man dann damit rechnen kann, dass man Kolumbien anpeilt. Kommst du auch mit Kolumbien? Deswegen, also, dann schauen wir mal, was in Kolumbien passiert. Und ihr kommt mit. Komm, ja. Wir haben gleich Videopremiere, muss ich dir gleich zeigen. Unten an anfangen. Schokolade ist sehr heiß. Danke, danke. Wunderbarer Abschluss. Also ich muss euch sagen, dieser Markt ist hier wirklich sehr authentisch. Du machst hier wirklich so eine kleine Weltreise. Wir hatten wirklich Türkei, Südamerika, Brasilien, ein bisschen in den Nahen Osten rein. Mega. Und Holland natürlich. Und das ist das Wichtige, das möchte ich auch mal an alle Leute sagen. Also meine Musik, wo es auch immer um viele negative Sachen geht. Aber ich meine, hier ist ja auch Karneval der Kulturen. Alle Leute kommen zusammen. Jeder
macht auch was Positives aus allen Herren Ländern. Also es ist nicht alles nur immer schwarz. Und der Markt ist jeden Tag geöffnet, nicht nur einen Tag die Woche oder so. Also kommt immer hier vorbei und schauen wir, wo wir heute Abend hingehen. Jo. Bis gleich, Leute. Adios. Komm, das sechs denken. Pass auf, da hängt die Ding schon raus. Ja, 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 die Karamell läuft schon runter. Nachdem wir uns jetzt ausgiebig entspannt haben, wirklich schön die Füße hoch, richtig schön so relaxed, würde ich sagen, ne? Mit schöner Tasse Kaffee, hat der Kolja uns jetzt hier zum nächsten Spot gebracht. Ist gut. Ja, bitteschön. Jo, jo, no. Ja, das geht. Thank you well. Yeah, guten Mittag. Mahlzeit. So, nachdem wir jetzt ausgiebig entspannt haben, haben wir uns jetzt ein richtiges Essen verdient. Ja? Auf dem Markt war es sehr schön, ja, sehr kulinarisch, aber war nichts Richtiges, nichts Ganzes. Was gibt's hier? Also hier gibt's das Restaurant heißt Entrecôte et les Dames. Die machen nur Entrecôte mit Estragon-Soße. Es gibt nichts anderes, keine Reservierung, keine Telefonnummer. Und sehr, sehr gute Qualität. Ja, kehrt ein, schauen Sie es an. Thank you. Und danke. Hier gibt es jetzt nur ein einziges Gericht. Nur ein einziges Gericht. Es gibt nur Entrecôte, ja? Mit der Estragon-Soße und Pommes. Das war's. Das war's. Das andere, das kann man ja nicht bestellen. Medium rare. Medium rare. Medium rare. Thank you, Bell. Und wir sind immer noch in Amsterdam Süd. Nee, wir sind mittlerweile in Amsterdam Zentrum. Wir sind Zentrum. Am Museumsplein, der hier vorne ist. Ah, richtig. PC Hofstraat. Also hier ist ja, Zentrum. Ihr wisst Bescheid. Also es gibt vorne weg, das kommt eigentlich aus Paris. Da gibt es einen Laden, der heißt Relais de Vigny. Mhm. Ich war da früher auch häufiger am Essen. Mhm. Das, ich glaube, es gibt drei oder vier Läden insgesamt. Nach dem gleichen Konzept, die nur Entrecôte servieren mit dieser Estragon-Soße. Der Eigentümerin hat das in Paris gesehen oder in Frankreich, ja, und hat das Konzept hier hingebracht. Und ich finde es hier besser als in Paris, muss ich ehrlich sagen. Oh, das kann also ich war in Paris zum Essen in zwei Relais und ich finde es hier besser. Wirklich sehr, sehr zart aus, sehr, sehr rosig und Bismillah und rein damit. Bismillah. Was ist das für eine Soße, Kolja? Estragon-Soße. Für die Emulsion sensationell. Probier die mal. Bleib ich schon, wirklich. Traumhaft. Ich bin aber bei Steaks mehr so der Kräuterbutter-Fan. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Das ist doch besser als Kräuter. Das ist flüssige Kräuterbutter, oder nicht? Ja. Probier mal, probier mal. Oh. Kolja. Ciao. Album wurde verschoben. Album wurde verschoben. Warum? Wegen Ramadan. Ja. Kommt jetzt nach Ramadan? Kommt nach Ramadan. Ende April kommt das Album raus. Ende April. Halal. Das ist eine richtige Halal-Stufe Grün. Starke Aktion, Mann. Stark. Ja, ist so. Halal-Stufe sportlich. Sehr sportlich. Spotify sportlich. Universum sportlich. Die ersten Singles sind schon raus. Die ersten Singles sind raus. Hast du am Album noch mal rumgefeiert, irgendwas gemacht? Nö. So bisher alles. Alles ist, wie es ist. Also ich habe es im Dezember schon fertig gehabt. Mhm. Der Major, bei dem wird das angereicht und der, ja, der sagt dann in Absprache so, was als nächstes kommen sollte. Mhm. Dann machen wir das so. Und nächste Single kommt mit Dümarok am 24.03. Mhm. Grüße gehen raus an Grüße gehen raus an Dü. Und dann geht's weiter. Gibt's noch Features, kommt noch was mit Haftbefehl. Mit Hafti Abi. Oh. Und jetzt schauen wir mal. Also, ihr merkt schon, es wird sehr, sehr heiß hier beim Kolja Goldstein. Mir fällt schon die Gabel aus der Hand. Danke fürs Zuschauen. Wir snacken hier noch ein bisschen weiter weg und bis zum nächsten Mal. Ah. Ganz wichtig, ganz wichtig, genau, Matchmasters. Kolja ist auch schon drauf hängen geblieben. Und ladet euch die App herunter. Zockt mal ein paar Runden und viel Glück beim Gewinn. Ciao, ciao. Und ich will auch Geld haben, wenn ich wieder neben sitze. Hab ich doch gerade den Briefumschlag gegeben. Ah, okay, ja, hab ich vergessen. Ich hab doch gerade die Rechnung genommen. Ciao.